Ja, und damit begrüße ich euch zu einer neuen Folge Elder Scrolls Online. Ich hammer auf den Brainiac ein, wie ein Genau. Verrückter, und er steht einfach mit seiner stählernen Brust da und Ja, natürlich. ihn Hallo, kümmert es was einfach gar nichts. erwartest du? warte, ich kann dir gerade. Okay, alles klar. Weiter geht's. Oh, eine unsichtbare Wand ist erschienen. Hat sich um ihn gekümmert. Was labert ihr denn da unten? Er wollte mir schon wieder die Ohren voll. Wir müssen immer noch Findet, Merrick und Elif. Wir haben ja in der letzten Folge, habe ich mal meine ganzen Sachen verkauft. Hab mal guten Money gemacht, ey. Habe ich schon 3166. Und Echt, das ich habe du? 2646. Boah. Aber ich habe mir auch gerade eine Waffe gekauft, Ach um so, meine okay. Schreinerei-Skills zu boosten. Jetzt bin ich mit Schreinerei Hallo. Level 4. Da gut. Und jetzt geht's. Was? Ja, du mich auch. Zu Marek. Genau. So Marek und Alef. A-Elef. Du bist nicht schneller, du bist nicht schneller, du bist nicht schneller. Nein, nein, nein. Doch, 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 doch. Hihihihihihi. Ach, verdammt, meine Ausdauer ist zu Ende. Tja. Boah, wo sind die denn? Müssen wir eine halbe Weltreise machen, ey. Ja, mehr oder weniger, aber wir können ja uns erstmal den Wegschrein herholen, Ja, damit wir uns definitiv. hier hinporten können. Ich glaube, den kenne ich Yay! aber schon. Den kenne ich schon. Da bin ich vorhin ja Ja, dann gehen wir halt gespawnt, als ich, als wir uns dann geportet gesucht bist. hatten. Genau. Was machen wir denn da hier? Plünderer! Plünderer! Tod. Gold und Rohli der Riemen der Magiker. Cool. Warte mal. Kann ich bestimmt. Gibt es auch noch Plünderer da oben? Ja. Ja, da gibt's noch genug. Los geht's! Bam! Voll ins Gesicht. Rucksack, Korkund, Stil der Nord. Aber jetzt muss ich erstmal gucken, was ich da noch bekommen habe. Ein Rohlederin, ich hab nur so einen normalen Rohlederin. Das ist ja cool. Rohlederstufe, was? Rohlederschoner der Magiker. Ach, alles einsammeln, kann man alles verkaufen. Rohlederfetzen. Komm mal mit. Ja, Bist du denn? hinter dir. Bin ja schon da. Ritter des Atlantis, folge mir. Unauffällig, dem Pfad des voranschreitenden Males. Da können wir nämlich hier diese Statue aktivieren. Und dann? Kriegen wir mehr Rüstung. Benutzen. Segen Oh. akzeptieren. Yay! Warum gehe ich nicht so hoch? Ja, probier Nee. nochmal. Ach, Jetzt geht jetzt. das. Cool. Und jetzt, was passiert jetzt genau? Jetzt bist du zum ultimativen Krieger des Todes. Was war das? Ist das sowas wie auch in Skyrim, dass du so verschiedene. Es ist ein Buff einfach. Okay. Das heißt, du hast Wer, jetzt wie dauerhaft la. mehr Rüstung. Ah, ja, genau. Bis Das du ist halt eben zum was nächsten, bis du Ähnliches. halt zum anderen Schrein rennst, der dir zum Beispiel mehr Leben gibt, dann kannst du, musst dich halt entscheiden, ne? Ja. Woher Stirb, sehe ich das Kobold. jetzt genau? Das Sehe ich siehst du das so irgendwo? nicht. Okay. Also, das kannst du mit dem Addon wahrscheinlich irgendwie freischalten. Okay, lass uns jetzt mal endlich diese Elif-Zeug da finden. Wir können auch hier die Quest annehmen, die hier ist. Hier bei dem Typen. Ah, cool. Können Das wir ist machen, nicht das, natürlich. worauf ich gehofft hatte. Ach, guck mal, da unten ist Erz. Erz! Abbauen! Nur Abbauen! noch ein Haufen Ruinen ist. Was Herrlich, wenn meint man ihr? herausfindet, dass das gerade geerbte Familienanwesen nur noch ein Schön. Haufen Ruinen ist. Ich habe gerade erfahren, dass dieses Land mir gehört. Mein Vater ist vor kurzem verschieden, wisst ihr? Beim Lesen seiner Tagebücher habe Bis ich ich von diesem Ort herkam. erfahren. Ich war mir nicht sicher, warum er ihn geheim gehalten hat, Es spukt. bis ich hierher kam. Was habt ihr An diesem herausgefunden? Ort spukt es. Ich bekomme schon eine Gänsehaut, wenn ich mich diesem verdammten Ort auch nur nähere. Es Überall sind droht mir. Kobolde. Und dieses Flüstern, es droht mir. Warnt mich, dass ich Mein bloß Land. fortbleiben soll. Aber das hier ist jetzt mein Land. Mein Und meine Land. körperlose Mein Stimme wird mich dazu Viertel. bringen, es Vielleicht kann ich mein. herausfinden, was vor sich geht. Ein Belkin zahlt immer für geleistete Dienste. Für euch sieht dieser Ort vielleicht wie eine Ruine aus.
aber er ist ein Teil meiner Familie. Er ist alles, was ich noch habe. Wo soll ich anfangen? Durchsucht die Ruinen. Seht nach, ob ihr vielleicht einen umherstreifenden Geist finden könnt, der heult, mit Ketten rasselt oder irgendwas anderes tut, was Geister so treiben. Meint ihr, ich sollte einen Priester anwerben, um irgendeine Art Ritual durchzuführen? Ein Anwesen zu besitzen, in dem es spukt, ist für mich noch etwas neu. Ich werde schon damit fertig, aber warum habt ihr eure Geist hat sie nicht hineingelassen. Warum sonst sollte ich noch hier draußen herumstehen? Wisst ihr, was der Geist will? Das ist in etwa so, als ob man fragt, warum mein Vater Maurice ein solcher Bastard war. Es gibt Dinge, die wir einfach nicht wissen sollen. Als die Stimme zu mir flüsterte, sagte sie, dieses Land würde mir nicht mehr gehören. Habt ihr eine Ahnung, was das bedeutet? Laut dem Tagebuch meines Vaters hat dieser Besitz seit Generationen meiner Familie gehört. Aber Maurice. Aber Maurice war auch ein Maurice in Marignano! Dessen Tod längst überfällig war. Na dann. Bekannt dafür, immer nur die halbe Wahrheit zu erzählen. Okay, dann lebt wohl. So, jetzt machen wir aber erst Merrick oder ist das andere? Ne, machen wir das doch hier, es ist doch direkt hier. Durchsucht die Ruinen. Dachte ich mal, du hilfst mir, was ist? Schutt, durchsucht die Ruinen. Da oben schönes. Kobalt! Ich versuch mal in der Zeit den Schutt hier. Claudis Tagebuch! Jawohl! Ach guck mal, da kommt was. Hand in Hand stahlen wir uns durch die Gärten und setzten uns auf eine Bank unter dem Mond. Er sah mich an und mir liefen wohlige Schauer den Rücken hinab. Unsere Liebe ist verboten. Dennoch sind wir einander sehr wichtig. Er hat vor, seinen Eltern bald von unserer Liebe zu erzählen. Ich bin zurück, mein Schatz. Ich habe euch so sehr Okay, alles klar. Weiter geht's. Ja, genau, weiter geht's. Wir werden das Geheimnis lüften. Bam. Die werfen ja gar nichts ab. Die Säcke. Die sind schneller. Ah, guck mal hier. Schutt. Beschädigte Halskette. Mitnehmen. Guck mal da. Maurice, was ist das? Es ist wunderschön. Die Halskette meiner Mutter. Sie hat sie mir gegeben. Ich soll sie der Frau geben, die meine Ehefrau werden soll. Bedeutet das das, was ich denke? Oh, Maurice, das ist der glücklichste Tag meines Lebens. Das war's? Kommt noch was? Hallo? Scheint nicht so. Okay. Da habe ich jetzt Rolli-Defetzen bekommen, komischerweise. Ich auch, ganz viel sogar. Zwei Stück, ja. Die haben sich ja mit Zombies. Bam! Boah. Auch wieder so aufgekommen. Aber wenn ich einmal mit meinem festen Schlag dazu haue, dann sind die ja auch direkt tot. Blutbefleckte Tunika. Maurice. Ich habe eure Halskette nicht gestohlen, werte Frau, das schwöre ich. Euer Sohn hat sie mir geschenkt, so sagt es ihr doch bitte, Maurice. Schweigt. Mein Sohn würde meine Halskette niemals einem gemeinen Dienstmädchen schenken. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, eure Lügen oder eure diebischen Finger. Maurice, bitte, erzählt ihr von unserer Liebe, von unserer gemeinsam verbrachten Zeit. Warum sagt ihr denn nichts? Sie wollte sie sicher nicht stehlen. Sie arbeitet in letzter Zeit so viel. Vielleicht war es ihr Schöpfer. Genug! Keine Ausreden mehr. Bestraft sie mit der Peitsche und dann werft sie in den Turm. Tja. Dit war wohl blöd, wie das da gelaufen ist, ne? Was gibt's da oben jetzt noch? Untersucht den Turm. Untersucht den Turm. Ja, warum ist die da so... Guck mal, da liegt doch eine Leiche. Eintrag.
Oh ja, Tatsache. Ich habe es Maurice nie erzählt. Ich wollte ihn damit überraschen, nachdem die Familie unsere Liebe akzeptiert und unsere Vereinigung ihren Segen gegeben hat. Aber so weit kam es nie. Und Maurice hat nie von unserem Kind erfahren. Jetzt wird er es nie erfahren. Kaum zu glauben, was für ein Feigling er ist. Dann ist weiter! Was kaum zu glauben, was für ein Feigling... wo warst du? Er konnte sich ganz einfach nicht gegen seine Mutter stellen. Nicht einmal, um das Leben der Frau zu retten, die er liebte. Stattdessen sagte er kein Wort und ich werde in diesem Turm geworfen, in dem ich sterben soll. Ich hätte nie ein Bellkind trauen dürfen. Ich hatte überlegt, ob ich die Wache rufe und ihnen die Wahrheit erzählen soll. Aber ich will nicht, dass mein Kind zu einem Bellkind heranwächst. Das lasse ich nicht zu. Ich sterbe. Ich schicke mein Flehen an jeden, der es hört. Ich erwarte keine Antwort, aber ich will, dass unser Tod gerecht wird. Irgendwie muss ich eine Möglichkeit finden, die Bellkins bezahlen zu lassen. Was eine reisende Geschichte. Ja. So. Ab geht's zurück zum Bellkind. Zum anderen. Das ist dann quasi der Nachkomme von der, oder was? Kann sein, weiß ich nicht. Schon wieder was. Boah. Ist rund. Hier müssen Karton. Wir. Müssen wir die. Rennt ja auch noch. Da runter. Spring du mal. Viel Spaß. Aua. Das ist echt. Hey, warte auf mich. Oh mein Gott. Ups. Ist ein bisschen Schaden bekommen. Aber jetzt kann ich mal so einen Trank benutzen. Ja, genau. Wenn die was fallen lassen, dann lassen die 5000 Sachen immer fallen. Oder wie? Wie krass ist das denn? Ich wundere, dass mein Inventar instant voll ist. Wo sind sie alle jetzt? Ja, der ist hier unten beim Weg immer noch. Hier unten. Mr. Belkin. Das war nicht so eine gute Idee. Es war nicht unbedingt eine schlechte Idee. Aber es war sicher auch keine gute. Was ist euch zugestoßen? Nachdem ihr die Ruine ohne Probleme betreten konntet, Kobolde zähle ich nämlich nicht als Problem, bin ich davon ausgegangen, dass der Geist eingeschlafen wäre oder so. Als wir sie dann jedoch betreten haben, wurden wir mit großer Wucht von einer unsichtbaren Kraft getroffen. Das tat weh. Sehr weh. Der Geist starb, weil euer Vater sie misshandelt hat. Großartig. Du warst großartig. Wenn ihr meinen Stammbaum schüttelt, dann dürfte mein Bastard von einem Vater nicht der einzige fallende faule Apfel sein. Aber dafür der fauligste von allen. Wir müssen mit diesem Geist verhandeln und ihr zeigen, dass ich ihr nichts angetan und ich daher auch nicht ihren Zorn verdient habe. Was? Warum sollte ich das tun? Das ist eine törichte Idee. Ein Bellkind gibt niemals sein Eigentum auf. Wir müssen sie loswerden. Wir müssen ihr unsere Sicht der Dinge erklären. Aber ich bin nicht wirklich sicher, wie man sich mit einem Geist verständigt. Vielleicht könnt ihr sie beschwören oder so. Ihr müsst. Klar, wie sollen wir das machen? Nun, ihr. Verdammt, ich weiß es nicht. Geht zurück nach Dolchsturz. Die Magiergilde dort hat eine Bibliothek. Sie müssen doch irgendein Buch oder eine Schriftrolle oder sowas haben, auf der wir das Wissen finden, das wir brauchen. Okay, dann wieder zurückrennen. Super. Jetzt muss ich ja mal gucken, was ich hier noch alles eingesammelt habe. Ahorn Blitzstab der Flamme. Das ist aber nur was für Magiker eigentlich, ne? Kannst du aber verwerten, kriegst du Holz für. Dann kannst du Schilder basteln. Ich suche mal hier noch Holz. Vielleicht finde ich ja was. So, und das Eisenmangel der Ausdauer. Gewährt 9 maximale Ausdauer. 14 maximale Ausdauer. Gewährt 7. Boah, schrei doch nicht so. 5%. Ah!
So. Wo bist denn du? Da unten. Ja, ich hab nur mal geguckt, aber hier gibt's kein Holz. Frag nach dem Buch. Was findet ein Buch über Geisterbeschwörung? Was machen wir jetzt zuerst? Ja, wir können ja die Questlinie jetzt. Wir können ja die Questlinie erstmal. Erst die hier mit der Geisterbeschwörung, okay. Ja. Das heißt. Wir müssen eigentlich hier in die nach rechts. Genau. Wegschrein am Belkenfeld. Oh, lasst euch doch das arme Reh in Ruhe. Also, das ist gar nicht gut. Ich töte nicht immer. Yeah, instant tot mit einem Schlag, das Schaf. Ja, bist du richtig hart. Hast du ein Schaf getötet? Du hast ein Schaf getötet. Ja, ey, das sind die stärksten Tiere. Was viele nicht wissen, das sind die stärksten Tiere bei Elder Scrolls. Richtig. Deswegen sind die auch mit einem Schlag instant tot, wenn sie dich nicht vorher angreifen. Ja, wenn die dich einmal anmähen, ja, dann machst du nichts mehr. Das ja, ist genauso das ist wie Fussrodar, ne? Das fliegst du einmal quer durch die Welt. Das ist genauso wie bei Pokémon, wenn der Fisch Platscher macht. Der Fisch? Das heißt ja nochmal Carpador oder so. Ne? Ja, richtig. Carpador. Genauso Wichser. Jetzt bin ich am scheiß Stein hängen geblieben. Oh, die Treppen haben ausnahmsweise mal geladen. Für König Kasimir. Aber wenn ich das Gitter im Uhrzeigersinn anlege. Nein. Müssen wir der reden? Nein. Nee, ich geh mal hoch. Das sind auch wieder zwei Quests. Kann ich hier an dem Buchregal was lesen? Ja, cool. Bringt mir aber nichts. Boah, hier, ja, hier bei dem bringt ihr was. Zweihänder. Hallo. Ja, Zweihänder. Zerstörungsstab. Yeah, cool. Guck mal, hier unten gibt's auch noch Bücher. Boah, krass, ey. Ich arbeite mich mal von links nach rechts. Seid gegrüßt. Nix. Nix, toll. Ich krieg von viel älterischer Speer. Echt jetzt? Ja. Schwerer Rüstung. Voll krass, ich krieg total viel. Sackgesicht, ey. Rang mit Waffe, mit Schild. Nein, ich lebe wohl. Nein, ich lebe wohl. Ich will der Magier wieder nicht beitreten. Kriegst du eine Farbe dafür? Ja, bei der müssen wir rein. Warum sollte man einen Feind aus der Nähe bekämpfen, wenn man ihn aus der Ferne rücken kann? Ich habe nichts bekommen. Manche Leute nennen es Feigheit. Muss man auch rumblättern? Nee, oder? Doch, ab und zu. Vernunft. Ja? Ich hoffe doch sehr, dass ihr euch nicht in der Nekromantie versuchen wollt. Diese Magie bringt stets mehr Schaden als Nutzen. Aber ja, wir haben wahrscheinlich, wonach ihr sucht. Seht gar nichts. Dort bewahren wir die Bücher über die arkanen Künste auf. Okay, gut. Ich hab's noch nicht gemacht, warte mal. Wo musst du nur hin? So der Tussi, die da steht. Alina, das? Ja, richtig. Ihr habt ein Buch darüber, wie man Geister beschwört. Aus der Ferne rösten, genau. Ihr seid ein Zauberkundiger? Nein. Aber ja. Künste auf, okay. Gucken wir doch mal oben nach. Bist du schon oben? Nee, ich verkaufe hier gerade ein paar Sachen, die ich nicht brauche. Oh, das könnte ich auch machen. Das ist eine gute Idee. Immer wieder verkaufen. An wem? Alla hier oder? Ja, nee, die andere, da treten wir der Magiergilde bei, dass wir wieder eine größere Questreihe. Was habt ihr anzubieten? Ich möchte eigentlich alles verkaufen. Ahorn, Blitz, das Stör, den brauche ich nicht. Die drei Fetzen, Eisenbarren, Eisenerz, Eisen. Tan, tan, tan. Rohliederin kann ich verkaufen. Bam, bam, bam. Schornhelmer Körner, weg damit. Ja, das lasse ich jetzt erstmal so. So ist gut. Wo bist du? Hatten wir die Bücher hier schon eigentlich? Huh? Waffen mit Schild erreicht. Rang 14. Cool.
Schatzi, hier musst du hin. Ja. Ich liege echt perfekt da. Besser geht's nicht. Geil. Das sieht geil aus. Sau gut. So, Schatzi. Na? Warte. Ja. Nicht als eine Ansammlung dummer Gedanken. Nehmen, untersuchen. Was jetzt? Über die Existenz von Geistern. Bla bla bla, lest dazu mein nächstes Buch zu diesem Thema. Bla bla bla. Was, wenn ihr mit diesen Geistern kommunizieren könnt? Was? Was jetzt? Was mit dir? Ich habe einfach mal die Dinger ausprobiert. Müssen wir mit dem reden? Ja. Die Geisterbeschwörung kann gefährlich sein. Sprecht mit dem Mann im Umhang. Ich habe von euch gehört. Ihr wart in den Ruinen des Bälkintums. Ihr dürft die Opfer nicht zunichte machen, die bereits getätigt wurden. Mein Herr schickt mich, euch diesen Rat zu geben und euch zur richtigen Entscheidung zu führen. Indem ich euch helfe, das zu erreichen, was ihr habt ihr vor, das zu tun? Mein Meister hat mich geschickt, euch bei der Beschwörung des Geistes zu helfen. Ihr müsst selbst sehen, warum der Bälkin-Fluch nicht gebrochen wird. Ach, Worte bewirken so viel weniger als die Dinge mit eigenen Augen. Warum sollte der Fluch denn nicht gebrochen werden? Nun denkt sorgfältig nach, bevor ihr meine nächste Frage beantwortet. Ich muss feststellen, ob ihr diesen toten Geist tatsächlich beschwören könnt. Wie lautet der Name dieses Geistes? Claudie. Claudie Themund war eine stille Frau. Ja? Sie wollte weder Macht noch Reichtum. Alles, was sie wollte, war Liebe. Eine Familie. Ein Heim, das sie ihr eigen nennen kann. Welches Zeichen eine der Heim, Liebe gab ihr jener, das dem ihr eigen nennen kann? Was war das Geschenk, das ihren Untergang besiegen soll? Eine Halskette. Richtig. Etwas so Gewöhnliches wie ein Schmuckstück verhieß einst eine ewige Liebe. Und dennoch führte es zu Claudies viel zu frühem Tod. Meine letzte Frage. Was trieb Claudie zu ihrem Taten? Rache. Ja, Rache. Sie hasste die Welt. Nichts war ihr wichtiger, als sie zu vernichten. Außer der Rettung. Ach so, weil sie jetzt wegen dem Geist, okay, alles klar. Ihr werdet schon sehen. Ich werde diese Dinge nehmen. Geht zur Grabstätte an der Kathedrale von Dolchsturz. Wir werden Claudie dorthin schicken. Yay! Okay, leb wohl. Und wie wir das Ganze, ja, mit Claudie und so weiter und so fort, scheiße. bewerkstelligen werden und ob wir den Geist gut beschwören können, seht ihr dann in der nächsten Folge. Ja. Und bis dahin sagen wir tschüss. Tschüss. Good.